Fatima Akil ist 71 Jahre alt. Sie ist Palästinenserin und lebt in Ost-Jerusalem. Nach 60 Jahren hat sie sich zu einer letzten Reise entschieden. Ihr Cousin Nasir begleitet sie. Es ist eine Reise in ihr Heimatdorf, eine Reise in die Vergangenheit. Der Schlüssel ihres Elternhauses, ein Stück Erinnerung. Es ist für Fatima der Beweis, dass das Haus, das Dorf, das Land ihr und den Palästinensern gehören. Dass das Land nicht den Zionisten gehört, die hier vor 60 Jahren einen Staat gegründet haben, den sie Israel nennen. No. Ukraine? Yes. Soviet Union? Yes. 29. November 1947. In der UNO wird über den Teilungsplan für Palästina abgestimmt. Palästina ist damals noch britisches Mandatsgebiet. Doch nach dem Holocaust drängen die Zionisten dort auf einen eigenen Staat. Die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat wird mit großer Mehrheit angenommen. Die Juden in Palästina jubeln und akzeptieren die Teilung des Landes. Nach 2000 Jahren Diaspora und nur 2 Jahre nach Auschwitz sind sie ihrem Traum von der Unabhängigkeit ein großes Stück näher gekommen. Doch die arabische Welt lehnt den UNO-Teilungsplan ab. Es kommt in vielen Ländern zu Demonstrationen. Die Araber sind auch wütend auf die einstige Weltmacht Großbritannien. Deren Außenminister Lord Balfour hatte schon 1917 den Juden eine nationale Heimstätte in Palästina zugebilligt. Auch in Palästina, besonders in Jerusalem, brechen Unruhen aus. Die arabische Bevölkerung greift jüdische Wohngegenden und Geschäfte an. Die britische Polizei wird der Lage nicht Herr, hat aber auch kein großes Interesse einzugreifen. Die jüdische Bevölkerung, die zum Teil seit Jahrhunderten in Jerusalem lebt, wehrt sich. In wenigen Wochen werden auf beiden Seiten Dutzende von Menschen getötet. Am meisten leiden diejenigen Viertel von Jerusalem, wo Juden und Araber zusammenlebten. Als Folge der Gewalt flieht die jüdische Bevölkerung in die jüdischen Viertel nach Westjerusalem. Die Araber fliehen in den Osten der Stadt. Fatima Akil ist fast am Ziel, ihrem einstigen Heimatdorf Lifta. Heute ist Lifta ein Teil Jerusalems. Ihre Fahrt von einer Seite auf die andere Seite der Stadt hat gerade mal eine halbe Stunde gedauert. Für Fatima eine Ewigkeit. Als sie aus dem Dorf geflohen war, war sie 11 Jahre alt. Ich wünschte, Gott würde Israel vernichten, so wie sie uns vernichtet haben. Wir mussten unser Land verlassen, nun sitzen die Juden hier. Möge Gott Israels Fahne zerreißen. Mit ihrem Cousin sucht Fatima ihr Elternhaus. Vor ihrem Tod will sie es noch einmal sehen. 1947 ist Lifta noch 5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Der Ort wird bereits in der hebräischen Bibel erwähnt. Am 28. Dezember, nur einen Monat nach dem UN-Teilungsbeschluss, ermordet die jüdische Untergrundorganisation Irgun im Kaffeehaus von Lifta 6 Araber. Die 2500 Einwohner von Lifta sind die ersten Palästinenser, die während der Kämpfe 1947 und 48 vertrieben werden. Es ist der Beginn des Unabhängigkeitskrieges, wie die Israelis die Kämpfe von damals nennen. Für die Palästinenser ist es der Beginn der Nakba.
der Katastrophe. Mutter, Vater, schaut, was aus eurem Haus geworden ist. Mutter, Mutter, Vater, ich bin in deinem Haus, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Fatima erzählt Nasir, der 1947 noch gar nicht geboren war, wie es hier früher ausgeschaut, wie die Familie hier gelebt hat. Die Juden, die damals mit uns gelebt hatten, waren nicht so wie heute. Die Zionisten kamen ja erst später. Davor haben Juden und Muslime sich zu den Feiertagen gratuliert. Wir gingen miteinander wie Brüder und Schwestern um. Wir waren wie Geschwister. Schmerzt Sie nicht der Besuch Ihres Elternhauses? Doch, aber es macht nichts. Ich hoffe, dass ich mit Gottes Willen hierher zurückkehren kann. Gott entscheidet alles. Ich wünsche, dass Israel zerfällt, mit Gottes Willen. Aber erst wenn Amerika zerfällt, dann wird auch Israel auseinanderfallen. Werden Sie den Israelis jemals vergeben? Gott vergibt. Wir vergeben ihnen nicht. Nein, nein, wie könnten wir? Sie zwangen uns, unser Land zu verlassen. Warum behalten Sie den alten Schlüssel zu Ihrem Elternhaus? Ich muss. Er stammt doch aus der Zeit meiner Eltern, aus der Zeit meiner Großeltern sogar. Ich muss ihn behalten. Er ist wie eine Krone über meinem Kopf. Er ist aus Palästina, aus meinem Dorf. Die Ruinen von Lifta. Heute erinnert sich in Jerusalem kaum noch jemand daran, was hier 1947 geschehen ist. Nur gelegentlich meinte David Ben-Gurion, der Führer der Zionisten, man könne doch die Araber aus dem jüdischen Staat, wenn er eines Tages gegründet werde, woanders hinbringen. Es hätte keinen jüdischen Staat in einem Land mit einer überwiegend arabischen Bevölkerung geben können, ohne dass man diese auf irgendeine Weise entfernt. Ben-Gurion meinte, dass man so Raum schaffen könnte für Juden, die noch kommen möchten. Dann wäre das Gebiet auch nicht voller Araber, die gegen einen jüdischen Staat sind. Mit anderen Worten, ohne eine ethnische Säuberung dieser überwältigenden arabischen Mehrheit wäre es unmöglich gewesen, einen jüdischen Staat zu haben. Aber man muss betonen, das waren Ideen Ben-Gurions, die niemals Teil der offiziellen zionistischen Politik geworden sind. Keine einzige Partei hat diese Idee je übernommen. Es blieb eine Idee. Die gewalttätigen Angriffe der Araber gegen die jüdische Gemeinschaft sind zunächst unorganisiert. Die arabischen Milizen sind nur schlecht ausgerüstet und ungenügend trainiert. Damals nennt man die arabische Bevölkerung Palästinas noch nicht Palästinenser, erst 20 Jahre später. Damals, also 1947, weiten die Milizen ihre seit Jahren schon praktizierten Angriffe gegen jüdische Siedlungen weiter aus. Die Haganah, die jüdische Verteidigungsstreitmacht, reagiert zunächst eher defensiv. Abdelkader el-Husseini ist der lokale Anführer der arabischen Truppen in der Gegend um Jerusalem. Er ist mit dem Mufti von Jerusalem verwandt, der während des Zweiten Weltkriegs ein Verbündeter Adolf Hitlers war. Husseini hat die Schwachstelle der jüdischen Siedlungsgemeinschaft in Palästina entdeckt und lässt seine Leute die Straße von Tel Aviv nach Jerusalem unter Beschuss nehmen. Denn auf dieser Straße fahren jüdische Konvois, um die rund 100.000 jüdischen Einwohner Jerusalems mit Lebensmitteln, Waren und Waffen zu versorgen. Musik
Husseinis Leuten gelingt es, die Konvois zu stoppen. Sie kommen nicht mehr durch. Auf jüdischer Seite gibt es zahlreiche Todesopfer. Die Haganah versucht, die Wagen notdürftig gegen den Beschuss zu schützen. Panzerplatten werden an die ganz normalen LKWs geschweißt. Vergeblich. Die Wracks dieser Autos liegen bis heute am Straßenrand der Autobahn Nummer 1 zwischen Tel Aviv und Jerusalem und erinnern an die Kämpfe von damals. Infolge der hohen Verluste bei den Konvois nach Jerusalem und den anderen Teilen des Landes gibt die Haganah ihre allgemeine Defensivstrategie auf und startet ihre erste große Militäroffensive, die Operation Nachshon. Sie beginnt am 2. April 1948 und versucht unter anderem das sogenannte Kastell, eine römische Festung, von der aus die Araber die Straße nach Jerusalem kontrollieren, zu erobern. Die Kämpfe sind blutig und dauern mehrere Tage. Dabei wird Abdelkader el-Husseini getötet. Sein Tod demoralisiert die Araber. Am 9. April tragen sie ihn in Jerusalem zu Grabe. Daraufhin kann die Haganah das verwaiste Kastell kampflos übernehmen. Damit ist die Straße nach Jerusalem wieder frei. Die Konvois können wieder ungehindert in die Stadt König Davids gelangen. Die Operation Nachshon aber geht weiter. Die jüdischen Truppen marschieren und erobern Schritt für Schritt das Land. Die Führung der Haganah beschließt, die palästinensischen Dörfer um Jerusalem anzugreifen, wo sich der arabische Widerstand verschanzt hat. Am 9. April 1948, also am gleichen Tag, an dem die jüdischen Kämpfer das Kastell erobern, wird auch das palästinensische Dorf Deir Yassin angegriffen. Die jüdischen Extremistenorganisationen Irgun und Lehi schlagen brutal zu. Im Laufe der stundenlangen Kämpfe werden rund 250 Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, getötet. Manche Zivilisten werden erst nach den Kämpfen ermordet. Ein Massaker? David Ben-Gurion, der Befehlshaber der Haganah, ist entsetzt und entschuldigt sich beim jordanischen König. Das ist Givat Shaul, ein Stadtteil Jerusalems. Neben der modernen Wohnanlage stehen einige alte arabische Häuser, die traurigen Überreste des Dorfes Deir Yassin, das durch die Ausdehnung der Hauptstadt sowie Lifta inzwischen Teil Jerusalems ist. Der Zugang zu den alten Gebäuden ist gesperrt, denn dort befindet sich heute ein psychiatrisches Krankenhaus. Mohammed Radwan ist einer der Überlebenden von Deir Yassin. Nach der Vertreibung ging er nach Ost-Jerusalem, später dann nach Jericho, schließlich zurück nach Jerusalem. Auch seine Frau stammt aus Deir Yassin. Haben Sie das Massaker mit eigenen Augen gesehen? Ich nicht, aber die Gefangenen aus Deir Yassin, die mit LKWs abtransportiert wurden. Meine Mutter war auch dabei. Sie erzählten, wie sie 10, 12 junge Männer in der Nähe des Steinbruchs mit verbundenen Augen sahen. Diese wurden dann erschossen. Ich war mit anderen Frauen in der Mitte des Dorfes. Von da aus konnten wir alles beobachten und sehen. Mohammed war dagegen vorne an der Front mit den Kämpfern. Alle anderen wurden bei der Flucht aus dem Dorf erschossen. Es war ein Straßenkrieg. Sie haben aber jeden erschossen. Ja, es war doch eine Straßenschlacht. Was erwartest du von einem Straßenkampf? Während seine Frau darauf beharrt, dass die Juden in ihrem Dorf ein Massaker ausgeübt haben,
holt Mohammed eine Liste, die er 1953, nur wenige Jahre nach den Kämpfen, angefertigt hat. Nach seiner Zählung gab es nicht 250 Zivilopfer, sondern 93. Ich erzähle dir die Wahrheit. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich habe nicht gesehen, wie sie Leute mit dem Messer schlachteten. Mir ist es wichtig zu sagen, dass keine einzige unserer Frauen von den Juden angefasst wurde. Es war eine Lüge, dass sie schwangere Frauen getötet oder Kinder von der Brust ihrer Mütter weggerissen hatten. So etwas habe ich nicht gesehen. Die Menschen wurden erschossen, ja, natürlich. Durch Granaten getötet, ja, natürlich, das schon. Gab es nun ein Massaker in Deir Yassin oder nicht? Seit 1948 ranken sich um die Kämpfe viele Interpretationen. Das hängt davon ab, wie man ein Massaker definiert. Wenn es bedeutet, dass man Menschen, viele Menschen vor eine Mauer stellt und sie dann ermordet, dann nein, das ist dort nicht geschehen. Nun, die Zahl der Getöteten wurde von einigen Leuten später weit übertrieben, zum Beispiel vom Roten Kreuz. Es mögen ja unabsichtliche Fehler gewesen sein. Aber Gefangene wurden in einer Parade durch die Straßen von Westjerusalem geführt. Leute wurden später exekutiert, andere wurden sofort getötet. Also da gab es sicherlich ein Massaker. Die historische Bedeutung von Deir Yassin liegt darin, dass die Überlebenden, als sie später Ostjerusalem erreicht hatten und dort von britischen und arabischen Offizieren befragt wurden, die Geschehnisse und Grausamkeiten stark übertrieben schilderten. Und dann begannen die arabischen Radiosender über Deir Yassin zu berichten und übertrieben dann ebenso. Diese Sendungen verfolgten die Absicht, den Widerstandswillen der palästinensischen Bewohner, die noch in ihren Dörfern überall verblieben waren, zu stärken. Doch das Gegenteil trat ein. Die arabischen Milizen und Zivilisten hörten, dass Juden jeden, den sie in einem Dorf finden, massakrieren. Das zerstörte das Selbstvertrauen völlig. Also sagten sie sich, wenn die Juden die Bewohner jedes Dorfes, das sie erobern, umbringen, dann ist es vielleicht besser, den Widerstand aufzugeben und zu fliehen. Die jüdischen Truppen gehen immer weiter vor. Bei den Kämpfen werden viele Palästinenser getötet, mancherorts kommt es tatsächlich zu Massakern. Die Haganah geht nach dem sogenannten Plan Dalit vor, der die Sicherung der UNO-Grenzziehung gewährleisten soll. Palästinenser sagen, der Plan habe die systematische Vertreibung zum Ziel gehabt. Ob das stimmt, darüber streiten die Historiker. Tatsache aber ist, immer mehr Palästinenser ergreifen die Flucht. Es ging darum, arabische Dörfer, die als Militärbasen für die Milizen dienten, zu räumen und damit auch die weitere Blockade jüdischer Siedlungen und Konvois zu beenden. Von diesem Augenblick an wird die Haganah immer offensiver, erobert bewusst arabisches Territorium und verjagt die Bevölkerung an manchen Orten. So kam es zur Massenflucht. Die Menschen flohen, weil sie gar nicht erst warten wollten, vertrieben zu werden. Wurden sie alle vertrieben? Natürlich nicht. Wurden sie durch den jüdischen Terror verjagt? Ja. Wurden sie auf LKWs verladen und weggebracht? Das war nur in zwei Städten der Fall. Wurden sie gezwungen zu gehen? Ja. Flohen die meisten, weil sie von der Ermordung dreier Jungs hier, eines Dutzend Menschen da hörten? Ja. In den beiden Monaten April und Mai 1948 fliehen mehr als 300.000 Palästinenser aus ihren Dörfern und Städten in die benachbarten arabischen Länder. Das palästinensische Flüchtlingselend nimmt seinen Anfang. Die meisten hoffen, bald nach Hause zurückkehren zu können. Sie sind sich sicher, dass sie nur eine begrenzte Zeit in den Lagern verbringen müssen. Internationale Hilfsorganisationen kümmern sich um die Menschen. Ab 1949 auch die UNO-Organisation, die für die Palästinenser eingerichtet wurde, die UNRWA. Sie tut es bis heute, 60 Jahre später. Im Westjordanland, 30.000 Menschen leben hier dicht gedrängt aufeinander.
Die große Mehrheit der Palästinenser lebt heute im Gazastreifen, im Westjordanland, in Jordanien, Libanon und Syrien. Nur die Ärmsten leben in Flüchtlingslagern. Aber die meisten haben, nach einer Entscheidung der Arabischen Liga, niemals eine andere arabische Staatsbürgerschaft erhalten, außer in Jordanien. Damit sollte erreicht werden, dass sie ihre Identität und ihr Recht auf Rückkehr ins Heimatland nicht verlieren. So zumindest argumentierte die Arabische Liga. Die Hilfsorganisationen und die arabischen Staaten hatten uns gesagt, wir sollten ins Flüchtlingslager kommen. Sie wollten uns nur registrieren, damit wir in unsere Dörfer zurück könnten. Wir waren so naiv und sind in die Flüchtlingslager gerannt. Sie haben uns dann einfach hier gelassen, in einem kollektiven Gefängnis. Damals war es erniedrigend für die Menschen. Die Zelte wurden nachts durch den Wind weggerissen. Die Straßen bestanden nur aus Morast. Sie gaben uns am Anfang nur Zelte, ein bisschen Mehl und Zucker. Später begannen die Menschen dann, die Zelte durch Betonhäuser zu ersetzen. Die Hilfsorganisationen und die arabischen Staaten haben uns damals reingelegt. Und sie tun das auch heute noch. Mitten in Balata steht das Jaffa-Kulturzentrum. Der Name des Zentrums erinnert daran, dass viele der Menschen hier ursprünglich aus Jaffa stammen, das heute zu Tel Aviv gehört. Es wurde 1996 eingerichtet und dient vor allem dazu, Frauen und Jugendliche zu unterrichten. Neben Englischkursen, Theaterunterricht und Computerworkshops wird hier vor allem palästinensische Geschichte und die Geschichte der Besatzung unterrichtet. Die Schüler aus Balata nehmen an einem einjährigen Kurs teil. Fayez Arafat ist der Leiter des Zentrums. Er will, dass die Jungen ihre Rechte als Flüchtlinge kennenlernen. Dazu müssen sie die Geschichte der Nakba erfahren, die Geschichte von der Vertreibung ihrer Familien. Gemeinsam erarbeiten sie sich Schritt für Schritt ihre Vergangenheit, ihre Identität, die sie jenseits des Flüchtlingslagers zu finden versuchen. Wenn die Großväter sterben, dann werden die Kinder von heute ihre Heimat vergessen und ihre Rechte aufgeben. Deswegen ist es uns wichtig, ihnen ihre Geschichte beizubringen, ihr Recht auf Rückkehr klarzumachen. Sie dürfen ihre Dörfer nicht vergessen. Diese neue Generation muss an solchen Aktivitäten teilnehmen, weil sie sonst machtlos vor der kulturellen Invasion steht. Israel und andere Länder attackieren uns kulturell durch das Fernsehen, das Internet und andere Medien, mit dem Ziel, uns zu manipulieren und uns von der Wahrheit zu entfernen. Unterdrückung kann 1 bis 2 Jahre dauern, oder sagen wir 100, 200, 300 Jahre, aber nicht für die Ewigkeit. Eins ist sicher, solange ich und die nächste Generation unser Recht beanspruchen, wird das Recht nie verloren gehen. Mein Großvater hat mir von dem Land und von den Orangenplantagen erzählt. Wie er den ganzen Tag unter den Bäumen verbracht hat, die Sonne und die Ruhe genossen hat. Keine Schießereien, keine Moscheenlautsprecher, die weiteres Töten ankündigen. Das Leben war so einfach. Ich habe einmal ein Foto von unserem Haus gesehen. Seitdem habe ich stets das Haus vor Augen, wenn einer nur den Namen meines Dorfes Tirat Dandan erwähnt. Meine Onkel, die in Jordanien leben, beschreiben das Land, die Bäume, das zweistöckige Haus und wie mein Großvater noch ein drittes Stockwerk bauen wollte. Doch dann kam die Nakba. Mein Traum ist, den Wunsch meines Großvaters zu erfüllen und das dritte Stockwerk zu bauen. Mit Gottes Willen werden wir zurückgehen und das Haus renovieren. Während diese Jugendlichen versuchen, ihre Vergangenheit mit friedlichen Mitteln zurückzuerobern, sind die Flüchtlingslager, in denen Elend, Hoffnungslosigkeit und Frustration zu Hause sind, ein idealer Nährboden für Extremismus. Damit wächst die Bereitschaft schon bei den Jüngsten zum bewaffneten Kampf gegen Israel. Immer mehr Jugendliche sind bereit zu sterben, manche gar als Selbstmordattentäter. Denn wenn sie getötet werden, sind sie Shahids, Märtyrer, die für ihr Volk gestorben sind. Das ist für viele immer noch besser, als in den Slums der Lager dahin zu vegetieren. Das ist Haifa, blühende Metropole und größter Hafen Israels.
Hier lebten schon immer Juden und Araber friedlich zusammen. Heute leben in Haifa etwa 270.000 Juden und 30.000 Araber. Sie alle sind israelische Staatsbürger. Haifa wird gerne als Musterbeispiel vorgestellt, wie das Zusammenleben zwischen Juden und Arabern funktionieren kann. Vor der Nakba lebten etwa 150.000 Menschen in Haifa, die Hälfte Juden, die andere Hälfte Araber. Haifa hatte ein blühendes arabisches Kulturleben. Es gab arabische Zeitungen, Theater, Cafés, Konzerte. Doch im Unabhängigkeitskrieg wird Haifa für die Zionisten ein strategisches Ziel. Der Hafen von Haifa, das wussten sie, würde für die Existenzsicherung des jüdischen Staates lebensnotwendig sein. In der sogenannten Operation Misparaim, der Operation Schere, greifen jüdische Truppen Ende April 1948 die Stadt an. Die britische Mandatsmacht, die offiziell noch in Haifa das Sagen hat, hilft rund 70.000 Arabern auf Schiffen aus der Stadt zu fliehen. In der Stadt war der Strom abgeschaltet, es gab keine richtige Wasserversorgung, dann gab es kein Brot mehr. Der Hauptgrund für die Flucht der Araber waren diese Kriegsumstände. Lassen Sie uns das mal betrachten. Es gibt Plünderungen, eine Belagerung, das Wasser ist abgeschaltet, die Stromzufuhr ist unterbrochen. Wer hat das denn getan? Dann gibt es Bombardements. Es gab weder eine Vertreibungspolitik noch einen Vertreibungsbefehl. Die Belagerung der Stadt, der Druck auf die Zivilbevölkerung, das sind doch keine abstrakten Witterungsbedingungen. Das alles haben die Belagerungstruppen getan. Es gibt in Haifa noch Ruinen, die vom arabischen Leben von einst zeugen, wie hier im Wadi Salib. Aber ganz egal, wie Haifa mit dieser Vergangenheit umgeht, so viel ist sicher. Allmählich werden diese Häuser modernen Neubauten weichen müssen. Wie hier im Stadtteil Wadi Nisnas haben sich wieder viele Araber niedergelassen. 1948 gab es in der Stadt noch 3.000, heute sind es wieder 30.000. Und das Zusammenleben mit den Juden klappt. Insgesamt leben mehr als 1 Million Araber in Israel. Sie sind die Nachkommen derjenigen, die 1948 geblieben sind. Einer, der damals als Kind mit seiner Mutter in den Libanon geflohen und später nach Haifa zurückgekehrt ist, ist der Maler Abed Abdi. In seinen Werken spiegelt sich sein Schicksal und das seines Volkes. In dem Bild zeige ich eigentlich meine Erinnerungen. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich die Stadt verlassen mit der Familie. Mein Vater nur ist in Haifa geblieben, allein. Und für mich ist die Nakba, dass ich diese Stadt, die Familie und die Eigentümer, die meine Familie gehörten, gehört auch Seite von meiner Mutter. Es ist alles beschlagnahmt von der israelischen Regierung nach 1948. So dass wir, als wir zurückkamen in die Heimat, hatten wir alles hinter uns gelassen. Ich bin in einer Stadt, wo ich mich fühle, das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, mein Großgroßvater sind auch in diesem Stadt geboren. Ich fühle mich nicht als Migrant. Am 13. Mai 1948 ziehen die Briten ab. Sie verlassen ihr Mandatsgebiet Palästina, das sie seit Ende des Ersten Weltkrieges verwaltet haben. Von Haifa wird der High Commissioner auf einem kleinen Motorboot weggebracht. Eine Ära geht zu Ende. Eine neue Ära bricht an. Diese beginnt nur einen Tag später. David Ben-Gurion, der Führer der zionistischen Bewegung, verkündet am 14. Mai 1948 in Tel Aviv die Gründung und Unabhängigkeit eines jüdischen Staates, der Israel heißen wird.
Nach 2000 Jahren Diaspora sind die Juden in das Land zurückgekehrt, das Gott nach ihrem Glauben ihnen in der Bibel verheißen hat. Wiederum nur einen Tag später, am 15. Mai, greifen 5 arabische Armeen Israel an. Transjordanien, Libanon, Irak, Syrien und Ägypten. Nun beginnt der richtige Krieg. Der gerade mal einen Tag alte jüdische Staat wird von allen Seiten angegriffen. Libanesische Truppen dringen nach Galiläa vor. Ägyptische Truppen stehen kurz vor Jerusalem. Der Krieg gegen die arabischen Armeen bedeutet für die jüdische Gemeinschaft in Israel, wieder einmal ums nackte Überleben kämpfen zu müssen. Und das nur 3 Jahre nach Auschwitz. Gewinnen die Araber, dann werden die Juden abgeschlachtet. Das ist den Juden klar. Die Araber mögen heute sagen, das wäre nicht geschehen, aber das können sie nicht beweisen. Damals, 3 Jahre nach dem Holocaust, war man sicher, gewinnen die Araber, sind wir alle tot. Es gibt hier noch einen Mythos, den von der überwältigenden Invasion der vielen arabischen Armeen. Fakt ist, die Israelis starten eine Offensive gegen die Jordanier und erobern weite Teile ihres Staatsgebietes. Als die arabischen Truppen angriffen und sie waren stärker als die jüdischen Truppen, gingen die Israelis kein Risiko ein. Muss aus militärischer Notwendigkeit ein arabisches Dorf geräumt werden, so geschieht das. Keine Frage, es gibt eine Verbindung zwischen der Invasion der Armeen und der Verhärtung der jüdischen Position gegenüber der arabischen Bevölkerung. Die Haganah, der Vorläufer der heutigen israelischen Armee. Nach einem kurzen Waffenstillstand gehen die Kämpfe am 9. Juli 1948 weiter. Nun ergreift die Haganah die Initiative und marschiert auch in wichtige arabische Städte wie Ramle, Lod und Nazareth ein. Rund 700.000 Araber fliehen. Teils infolge arabischer Aufrufe, die Kampfgebiete zu verlassen, teils unter israelischer Vertreibung und in Panik vor weiteren Massakern. Rund 160.000 Araber bleiben als israelische Staatsbürger. Keine Nacht in unserer Nacht im Schein der Kanonen. Was wissen die Israelis heute über die Nakba, über die palästinensische Tragödie? In Tel Aviv hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die sich Sochrot, Gedenken, nennt. Regelmäßig versuchen diese Israelis durch Exkursionen und Gespräche der eigenen Bevölkerung die Geschichte der Palästinenser nahezubringen, also die Geschichtsversion des Feindes, der Besiegten, zu erzählen. Ohne die Nakba hätte es keinen jüdischen Staat gegeben, sicherlich nicht mit einer jüdischen Mehrheit. Deswegen ist diese Geschichte auch unsere. Wir tragen die Verantwortung dafür. Es ist sicherlich keine einfache Geschichte. Es ist die Geschichte von der Vertreibung, der Zerstörung und der Verlorenheit der anderen Seite. Natürlich sind wir dafür verantwortlich und müssen diese Verantwortung als Juden auf uns nehmen. Allmählich wächst in Israel das Bedürfnis nach mehr Wissen. Es ist wichtig für mich zu wissen, weil die Geschichte der Beziehung zwischen uns und den Palästinensern noch nicht gelöst ist. Deswegen ist es mir wichtig, mehrere Perspektiven und Meinungen über den Konflikt zu hören. Sochrot versucht, symbolisch die Geschichte wieder zu heilen. Ein verlassener muslimischer Friedhof, ganz in der Nähe von Tel Aviv. Die Gräber kennen keinen Namen. Um die Toten aus der Anonymität zu reißen, gibt Sochrot dem Friedhof einen Namen. Eine Muslimin, die die Israelis begleitet, betet für die Toten.
Ich hoffe, dass der Tag kommen wird, wo die israelische Regierung unser Material, das wir zusammengetragen haben, anfragen wird, um das Lehrprogramm in unseren Schulen zu ändern, oder uns um Rat fragt, wenn sie die Flüchtlinge in ihre Heimatdörfer zurückbringen will. Wir leben hier in Jish nicht freiwillig. Die israelische Behörde hat uns hierher gebracht und versprach uns, später in unser Dorf zurückkehren zu dürfen. Das oberste Gericht hat sogar entschieden, dass wir zurückkehren dürfen. Der Papst hat sich für uns eingesetzt, aber die Sicherheitskräfte lassen es nicht zu. Naja, Gott sei Dank, uns fehlt nichts. Kannst du einfach nicht alles vergessen? Mein Haus und mein Land werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Wenn ich ins Dorf fahre und mein Haus und mein Land besichtige, dann geht es mir die nächsten 4-5 Tage sehr schlecht. Mein Vater und meine Großväter haben dort die letzten 350 Jahre gelebt. Man kann das Ganze nicht vergessen. Aber das Recht gehört den Mächtigen. Kannst du den Israelis verzeihen? Ich würde einem Menschen verzeihen, der mich geschlagen hat. Aber wie kann ich der Ungerechtigkeit verzeihen? Das oberste israelische Gericht hat für uns entschieden. Wieso lassen die Sicherheitskräfte uns nicht zurück? Jedes Jahr an Ostersonntag kehren die einstigen Bewohner von Birin in ihr altes Dorf zurück. Die maronitischen Christen durften in den vergangenen Jahren immerhin ihre einstige Kirche restaurieren. Für die Menschen von Birin ist Ostern immer auch ein wenig wie eine Familienzusammenkunft. Man hat sich das ganze Jahr nicht gesehen. Nun kann man sich gegenseitig die letzten Neuigkeiten erzählen. Man kann gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Und für eine Rückkehr nach Birin beten. Für eine Wiederauferstehung des Dorfes. All diese Menschen leben heute als Staatsbürger in Israel. Die meisten israelischen Araber leben in ihren eigenen Heimatdörfern. Nur wenigen ist das nach 1949 verboten worden, wie eben hier, den Menschen aus Birin. Sie sind ihrem Dorf so nah und doch so fern. In seiner Osterpredigt fordert Erzbischof Paul Saya die Gläubigen auf, es den Juden gleich zu tun. In den heiligen Büchern der Juden gibt es einen wichtigen Satz, der immer wiederholt wird. Ihr sollt es euren Kindern weitererzählen. Macht es genauso wie die Juden. Genauso sollt auch ihr, ehemalige Bewohner von Birim, es euren Kindern weitererzählen. Erzählt ihnen, wie die Väter und die Generationen zuvor es abgelehnt haben, ihr Land zu verlassen. Erzählt ihnen, wie die Väter dem militärischen Regime Widerstand geleistet haben. Nehmt sie zu den zerstörten Häusern mit, lasst sie auf den Ruinen sitzen. Das Land gehört ihnen und in den Steinen lebt immer noch der Geist ihrer Großväter. Erzählt es ihnen. Nur so kann die Geschichte von Birim am Leben bleiben. Früher oder später wird der Tag kommen, wo wir unser Ziel erreichen. Darauf warten wir die ganze Zeit. Früher oder später wird der Tag kommen, an dem sie ihr Ziel erreichen, hoffen die Palästinenser. Sie sollen es den Juden gleich tun. Das jüdische Volk hat 2000 Jahre gewartet, um nach Israel zurückzukehren. Das palästinensische Volk wartet seit 60 Jahren auf seine Rückkehr nach Palästina.